Der FC Bayern empfängt den ersten FC Köln, der zweite gegen den vierten. Es verspricht eine interessante Partie zu werden. Die Kölnerinnen in den roten Trikots mit der ersten Chance im Spiel. Fehler im Mittelfeld des FCB, Ballverlust und Mandy Islacker probiert aus der Distanz. Da fehlt nicht viel, beinahe die Führung in der ersten Spielminute durch die ehemalige Bayern-Spielerin. Vom FCB in der ersten Viertelstunde wenig zu sehen. Vielleicht geht nach einem Eckball was. Caroline Simon führt ihn aus, schleicht sich dann in den Rückraum. Köln kriegt den Ball nicht richtig raus aus der Gefahrenzone. Simon bekommt ihn erneut und fasst sich ein Herz. Erste Möglichkeit für die Münchnerinnen. Bei dieser Aktion bekommt Sharon Beck den Ball unglücklich an den Kopf. Sie wirkt benommen, aber kann weitermachen. Der erste FC Köln gewann zuletzt gegen Turbine Potsdam mit 4:2. Auswärts allerdings hatten die Gäste bisher erst ein Spiel und das ging bei Bayer Leverkusen mit 0:1 verloren. Gudorf probiert artistisch mit dem Fallrückzieher. Im Rückraum kommt Beck zum Abschluss. Sharon Beck. Gute Aktion der Kölnerinnen. Das Heimteam bekommt den Ball nicht geklärt und so landet er letztlich bei Kölns Nummer 10. Kein schlechter Schuss, aber er dreht sich zu weit vom Tor. Der FCB war vor der Länderspielpause in absoluter Topform. Die Münchnerinnen gewannen 5 ihrer 6 Pflichtspiele, haben in der Bundesliga noch nicht mal ein Gegentor kassiert und jetzt machen sie Druck. Bühl über links, setzt sich gut durch und da kommt Linda Dahlmann völlig frei zum Abschluss. Das 1:0 nach 29 Minuten. Ganz starke Aktion von Clara Bühl auf dem linken Flügel. Manon Klett im Tor kann den Ball nicht festhalten, lässt ihn in die Mitte abprallen. Und dann ist das kein Problem für Linda Dahlmann. Die Münchnerinnen jetzt die klar bessere Mannschaft. Köln tut sich schwer, Angriffe zu starten oder überhaupt aus der Defensive herauszukommen. Maximiliane Rall. Gute Flanke, da kommt Lea Schüller, starker Kopfball, noch stärkere Parade von Klett, ein fantastischer Reflex der Keeperin. Es ist jetzt ein Spiel auf ein Tor. Der FCB macht Druck. Nächste Chance, Georgia Stanway. Sie kam vor der Saison von Manchester City nach München, hätte hier auf 2:0 erhöhen können, wenn nicht sogar müssen. Für Köln gibt es schlechte Nachrichten. Noch vor der Halbzeit müssen die Gäste wechseln. Laura Dornhauser kommt für Sharon Beck, der es nicht gut geht, seit sie den Ball an den Kopf bekam. Dann ist Pause. Die Bayern-Fans können zufrieden sein, auch wenn man es ihnen nicht ansieht. Der erste FC Köln liegt in der Tabelle ja nur einen Punkt hinter dem FCB, würde mit einem Sieg vorbeiziehen. Bisher sieht es nicht danach aus. Und die Bayern geben weiter Gas. Eigentlich keine Gefahr, aber dann diese unglückliche Aktion von Myrthe Mores. Die Niederländerin mit dem Eigentor zum 2:0 für den FCB nach 48 Minuten. Wie beim 1:0 setzt sich Bühl über die linke Seite gut durch. Und dann ist das einfach Pech für Köln. Der FCB muss ja unter anderem auf Julia Gwin verzichten. Sie zog sich im DFB-Training einen Kreuzbandriss zu. Aber was ihr Team hier zeigt, wird sie freuen. Dahlmann, starke Einzelaktion, der Schützin des Führungstreffers. Klett verhindert mit der Fußspitze gerade noch den 3-Tore-Rückstand. Köln kommt jetzt nicht mehr raus aus der Defensive. Es geht bei den Münchnerinnen mit so viel Zug zum Tor. Lohmann sieht Schüller. Großchance für die Stürmerin. Aber klar, sie ahnen es bereits. Manon Klett ist mal wieder zur Stelle. Die 68. Minute. Eckball Caroline Simon. Und der landet genau auf dem Kopf von Tainara. Das 3:0 für das Heimteam. Tainara, die Abwehrspielerin, setzt sich durch. Die Brasilianerin kam vor der Saison von Girondins Bordeaux. Knapp 10 Minuten vor Schluss wagen sich die Gäste mal nach vorn. Das ist nicht so richtig zwingend. Der Abschluss von Gudorf, kein Problem für Maria Luisa Groß im Tor des FCB. Die hatte bislang
nicht viel zu tun. Die Bayern brauchen diesen Sieg unbedingt, um bis auf 2 Punkte an den VfL Wolfsburg heranzurücken. Der gewann ja zuvor bereits in Potsdam. Und nächste Woche spielt der FCB gegen die Wölfinnen. Und dafür wollen sie sich schon mal warm schießen. Und wie sie das tun, Lina Magull mit dem schönsten Tor der Partie, das 4:0. Eine Koproduktion der Eingewechselten, Damjanovic auf Kett und die auf Magull. Mit der Hacke durch die Beine der Keeperin. Ein wunderbarer Treffer. Das 4:0, gleichzeitig der Schlusspunkt dieses Spiels. Der FC Bayern bestätigt unter den Augen von Präsident Herbert Hainer seine starke Form. Das Team von Coach Alexander Strauß ist bereit für die Champions League am Mittwoch gegen Rosengård und das Bundesliga-Topspiel am nächsten Sonntag beim VfL Wolfsburg. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.